So, dann wollen wir noch mit Yen nochmal schnacken. Die ja üblicherweise hier wahrscheinlich in irgendeiner Spelunke die Unwesen treibt. Oh ja, wir sehen sie schon. Da ist sie doch. Hallo Yen. Umgestiegener Frauen. Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Imlerit, war das deine Idee oder Ciris? Ciris. Ciris. Dachte ich mir. Ich bin froh, dass du mitgegangen bist. Du bist nicht sauer? Ich dachte, du würdest wütend sein. Wütend? Wieso? Weil du Ciri bei ihrer Entscheidung unterstützt hast? Oder weil du an ihrer Seite gekämpft und gewonnen hast? Und wenn wir verloren hätten? Dann hätten wir jetzt dieses Gespräch nicht. Und die weibliche Bevölkerung des Kontinents würde in Tränen ertrinken. Ihr habt gewonnen. Es ist müßig zu überlegen, was hätte sein können. Hm. Na dann, wegen der Loge? Ich habe mit Triss gesprochen. Es läuft nicht so gut mit der Loge. Gefährliche Zeiten. Vor allem für Zauberinnen. Jede überlegt fünfmal, ehe sie sich raustraut. Und ich kann es ihnen nicht verdenken. Nö. Charmanter Ort. Warum bist du hier? Das wirst du bald erfahren. Erzähl mir inzwischen von Philippa. Triss und ich haben sie gefunden und befreit. Dijkstra hatte sie. Aber die Lage ist unter Kontrolle. Da bin ich froh. Und, sagst du mir, warum du hier bist? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Und wer ist er? Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Deiriad entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Abi Faria? Wer fragt das? Wir würden gerne reden. Verdammt. Schnapp ihn dir lieber. Nicht gut. Diese Menschen werden jeden Tag wilder. Verdammt, er ist die Leiter rauf. Mir steht wohl ein Dachspaziergang bevor. Nicht gut. Auch das noch. Ich hatte ihn doch schon. Verdammt. Hallo. Hallo. Ach komm. Jetzt ist aber auch gut. Zieh die Samthandschuhe aus, Geralt. Hilfe! Schrei nicht, sonst tue ich dir was. Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe, nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich! Beruhige dich, wir wollen nur reden. Und mir eine Klinge in die Rippen stecken und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Nein, eigentlich nicht. Schön, dass du das einsiehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tut ihr mir nichts? Nein, du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut. Aber wir sollten wieder zur Karte gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Na dann.
gehen wir also wieder zur Kati zurück. Zurück ins Bordell. Trink das aus. Das hilft. Danke. Was wollt ihr? Nach Deiriad reinkommen. Sucht euch einen Jäger. Sagt ihm, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Dann lebt dein Leben weiter. Wie bist du denn entkommen? Angeblich kommt niemand lebendig aus Deiriad raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht tot versuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Gut. Können wir durch die Kanalisation? Dann könnten wir theoretisch so reinkommen, wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein. Was ist mit den Wachen? Es heißt, dass Deiriad besser bewacht ist als die Festung von Vicovaro. Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Abschaum, geifernde Fanatiker. Wenn ihr wüsstet, was sie den Leuten antun. Jeden Tag Folter, das Rad, die Streckbank. In Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Offiziell nicht. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Wie hast du das? Du hast dich also totgestellt. Und das hat niemand gemerkt. Als junger Mann habe ich eine Ausbildung bei einem Chemiker in Silberstein gemacht und ein bisschen was über Kräuter gelernt. An meiner Zellenwand wuchsen Schlafpilze und auf dem Gefängnishof habe ich Tollkirschen gefunden. Ich musste sie nur vermischen und den Matsch eine Stunde vor der Abendrunde essen. Du hättest sterben können. Ich wollte zu meinen Bedingungen sterben, wenn das mein Schicksal war. Gut. Siehst du, war doch nicht schwer. Noch ein Rat. Such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt, ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. Interessant, was er über die Wachen gesagt hat. Was er über die Wachen gesagt hat, könnte noch nützlich sein. Stimmt. Es müsste glatter laufen, wenn wir wenigstens ein paar von ihnen abfüllen könnten. Sultan müsste das hinkriegen. Ich frage ihn. Treffen wir uns auf der Ochsenfurtbrücke. Perfekt. Auf geht's. Immerhin. Ich hatte nur einen einzigen Moment. Nur einen einzigen Moment. Ist klar. Ich habe nichts getrunken. Na gut. Wir sehen uns gleich bei Sultan. So, da sind wir bei Sultan wieder und wir brauchen deine Hilfe bei Margarita. Margarita wird in Deiriad gefangen gehalten. Ich habe einen Plan, um sie zu befreien, aber wir brauchen deine Hilfe. Was soll ich tun? Belade einen Wagen mit so viel Mahakama, wie du auftreiben kannst und fahr ihn nach Ochsenfurt. Yennefer gibt dir ein Signal und dann fährst du durch die Tore und versorgst die Wache. Ach, schreckliche Zeiten. Seit die Magier die Stadt verlassen haben, sind die Jäger auf Anderlinge aus. Ein Zwerg bei den Gefängnistoren erregt nur Aufmerksamkeit. Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Dann gehe ich direkt zu Yen. Sie sucht einen Weg in die Ruinen unter der Stadt. Na gut. Schade. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später. Ärgerlich. Hätte ja klappen können. So, da wären wir auch wieder. Und werden jetzt natürlich mit Yennefer reden und mal gucken. Da ist sie auch schon. Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Wir kommen schon alleine klar. Fangen wir an? Kann losgehen. Na dann. Auf geht's, Yen. Lauf mal. Sicher, dass die Wachen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Wachen postiert haben? Haben sie nicht.
Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Wurzeln der Stadt zu tilgen. Selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand, wo sie liegen und wie groß sie sind. Ich bin absolut sicher, dass da niemand Wachen aufgestellt hat. Naja. Hoffentlich hast du recht. Und wenn? Du wirst. Dann werden es sicherlich Wachen in toter Form sein. So, aller Ertrunkene oder so. Ah. Hier sieht das gut aus. Ab geht's. Da sind wir. Das ist es. Bis vor kurzem war der Brunnen mit einem Felsbrocken verschlossen. Aufgrund eines Erlasses von Himmelfahrt vor einigen Jahren. Aber ich habe zwei starke und willige Passanten gefunden, die das Hindernis entfernt haben. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Hier. Was ist das? Benutz es, wenn du Rita hast. Dann kann ich dich orten. Was auch immer das ist. Ich dachte, du kommst mit. Kommst du nicht mit? Durch Ruinen und Kloaken kriechen. Das überlasse ich lieber dem Fachmann. Du willst also lieber antanzen, wenn die harte Arbeit getan ist. Nasse Kleider. Welch eine Freude. Na toll. Upsa. Dann wollen wir doch mal. Super. Hab jetzt schon Lust dazu. Ich wusste, dass das nicht so schön wird hier. So struff sei. Geh mir aus den Augen. Upsa. Gruff-Vibe. So. So. Gut, okay. Hier geht's theoretisch lang. Hier nicht so. Okay. Hier geht's. Lang ist aber, glaube ich, nicht der Weg. Hey. Na dann. Das kann ich also jetzt nicht tun. Na gut. Erkunden wir mal die Ruinen weiter. Oh nein. Upsa. Naja, gut. Waren halt nur ein paar betrunken. Na, betrunken nicht, aber ertrunken. Okay. Ich überlege gerade, ob es schlau wäre, hier noch Katze anzuwenden. Aber so richtig sicher bin ich mir da noch nicht. Was haben wir denn hier? Okay. Hier haben wir also dieses Gruft-Vibe wieder. Gruft-Vibe wieder. Fest verschlossen, rührt sich nicht. Hier muss irgendwo ein Hebel sein. Ist jetzt auch nicht so schwer. Okay. Kleine Änderung, war doch schwerer als gedacht. Wieso funktioniert dieser Hebel jetzt nicht? Okay. Also doch hier lang. Gut. Hey, komm. Tauch mal unter. Hups, danke. Kann ich nicht tun? Doch, kann ich immer noch tun. Hey.
So. Was ist das denn? Oh, schön. So, was haben wir denn noch hier? Es ist eine Truhe. 4 Pionierhose. Kavalleriesattel, klingt gut. Banshees. Da ist was. Dann hoffen wir nochmal, dass es der ist. Hey. Das könnte noch nützlich sein. Dann mal wieder zurück. Ach ja. Da ging's ja lang. So, nur aber den Hebel. Das müsste passen. Etwas her, oder? Ah, viel besser. Die Wand sieht brüchig aus. Ja, würde ich auch so sehen. Puh, hier steht's. Nicht gut. Oh. Ah. Sehr gut. Leichenflasche hat seinen Job erfolgreich erledigt. Na komm. Jetzt ist er mal gut hier. Okay, doch nicht. Und komm gut. Ich bleib wieder beim Quentzeichen, das ist leichter. Warum war das irgendwie klar? Dass man das immer nie dann machen kann, wenn man... Ach, da oben geht's hoch. Was haben wir denn hier? Alarm! Das ist nicht dein Tag. Lebendig! Feuer! Lebendig! Auf ihn! Von beiden Seiten! Ah. Scheißt du dich schon an? Ein Hexer! Es ist nur ein Hexer. Ich glaube, es hackt. Nur ein Hexer, ja? Gut. Hallo, was haben wir denn hier? Schlüssel. Hier haben wir also Gwent gespielt. Sowas. Okay. Hast du genug? Du verfickter Wichser! Möchte ich bitte überhört haben, ja? Es ist nur ein Hexer! Opa! Das ewige Feuer wird Asche aus dir machen! Das will ich sehen. Danke, was? Geht doch. Was ist los? Hat mal ein bisschen gedauert. Margarita. Wer da? Geralt? Götter.
Ich halluziniere. Ich hol dich hier raus. Keine Chance. Wir werden hier beide sterben. Sheila? Sie haben sie zuerst gefangen. Ihr Zustand ist kritisch. Zwecklos. Den kriegst du nie ohne Schlüssel auf. Der Wärter hat ihn immer bei sich. Sein Zimmer ist oben. Bin gleich zurück. Na dann.